Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Wir bauen jetzt hier noch irgendwie so einen lustigen Laden hin. Die Lecks sollten jetzt auch behoben sein. Ich habe zumindest was gefunden, was so im Hintergrund mal wieder gelaufen ist. Danke, lieber Kaspierski. Wir bauen... Oh, das Ding ist groß. Ich habe es mir kleiner vorgestellt. Oh, das ist auch sehr groß. Aber wir könnten das auch perfekt da reinstellen. Machen halt also eine Wegverbindung. Ist das so nicht hin? Drehen wir mal ein bisschen die Kamera an sich. Sieht schlecht aus. Mist. Ah, den haben wir, glaube ich, schon, den kleinen. Ah, dann bauen wir den halt zweimal. Ist ja auch nicht so schlimm. Y. Es ist schwer, die Tasten im Dunkeln zu erkennen. Das ist nicht blockiert, das passt dahin. Warum sollte es denn da nicht hinpassen? Okay, dann bauen wir jetzt da so einen Weg noch dahin. Bei der ist ja eh immer ein bisschen überlaufen. Dann können wir noch einen Souvenirladen. So. Hat das jetzt aber 52, nein. Ja. Haben wir da jetzt schon was Schönes erforscht? Ja. Forschung. Forschung. Ja, super. Und ein Gulp. Was kann man jetzt? Mehrere Angestellte haben gekündigt. Warum? Miss Goody. Ich hätte gerne den verrückten Klassiker hier noch. Schauen wir erstmal, was die hier gekündigt haben. Die Verkäufer. Wir stellen mal drei Verkäufer schnell ein. Und einen Sicherheitsdienst. Ein Sicherheitsdienst. Ach komm, machen wir zwei. Und einen Verkäufer. Drei, vier Verkäufer machen wir einfach mal. So, jetzt haben wir ein paar Verkäufer eingestellt. Mehrere Angestellte haben zu wenig Arbeit. Gerade haben es geheult, dass sie zu viel haben. Sollen jetzt sich nicht mehr beschweren. So, was könnten wir denn hier machen? Nur drei Diebstähle. Wow. So, Requisiten. Kann ich hier irgendwas noch Gutes machen? Werbung. Oh, cool. Da kann man sich einen Burger bauen. Statuen und Monumente. Wir stellen einfach wieder so ein paar Königdelder jetzt auf. So, ein Nahhinter. Dann drehen wir ein bisschen, dass ihr die Leute anschaut. Was haben wir denn noch so Schönes hinzustellen? Meerjungfrau. Meerjungfrau, Mann und Blaubaschbube. Bereit. Sorry. Das muss ich jetzt bringen. Das ist eine coole Prinzessin. 59, nur was? Aber wir haben hier voll die coolen Sachen aufgestellt. Die sollten sich eigentlich alle freuen. So, was können wir denn noch machen? Warum steht der leer? Wir haben Verkäufer. Haben die schon wieder alle gekündigt. Hier bleibt er. Perfekt. Ja, wir stellen einfach ein paar neue an. Scheint sinnvoll zu sein. Eins, zwei, drei. Nur ein Diebstahl. So, dann können wir jetzt hier weiter an unserer Warteschleife basteln. Also ich fände das hier voll cool und ich würde hier auch unbedingt mitfahren. Warum wollt ihr das nicht? Warum findet ihr die Szenerie so schwach? Ich verstehe es gerade nicht. Wollt ihr unbedingt diese Animatronik? Machen wir wieder so eine fliegende Hexe auf den Kopf von der Prinzessin. Das findet ihr doch bestimmt voll lustig. Und so ein Festtagsduett. Ist
schön am Eingang. Komm, das muss euch doch jetzt gefallen. Ja. Von jetzt nochmal so eine fliegende Hexe. Ich weiß echt nicht, was die manchmal haben. Oh Gott, das ist ein schräger Ton gewesen. Mein Computer scheint ein bisschen zu überfordert zu sein mit diesem Spiel. Es soll noch eine fliegende Hexe kommen. 83, jetzt haben wir 95. Passt schon. Und wenn jetzt dann dieses Fahrgeschäft dahin kommt, läuft's richtig. Forschung anzeigen. Kickflip. Hört sich toll an. Wird dahin gebaut. Achterbahn. Nein, das ist ein Fahrgeschäft. Alter, was machen diese Nachbarn dann da? Und ich bin so froh, wenn ich endlich hier wegkomme. Okay. Y. So, Eingang platzieren hier vorne. Nee, nicht da. Ich möchte ihn da drüben platzieren. Genau. Ausgang, den verbinden wir am besten mit. Ist halt diese Mülleimer im Weg, deswegen machen wir den einfach unten hin. Und den Eingang mit Weg drehen wir mal kurz. Wir gehen da rüber. Und gehen dann da runter. Ach, wir haben kein Geld mehr. Weil Insanity ein technisches Problem hat. Warum auch nicht? Das hat. Haben diese Dinge auch mal kein technisches Problem? Also die Schlange müsste doch eigentlich lang genug sein. Da bauen wir jetzt dann in der Mitte noch so Läden rein. 97, so. Und wie fährt die? Die hat jetzt halt 95. Gut, wir können ja hier vorne was hinbauen. Was Kleines. Also einmal dazwischen schnell was stellen. Ach komm, hör bitte auf zu lecken. Das ist eine Konfettikanone. Oder was haben wir denn noch so? Eine zaubernde Hexe nochmal hier. So, jetzt müssten eigentlich beide 100% haben. 100%. Und das müsste auch 100% haben. Ja. Dann stellen wir da jetzt halt einen voll besetzt und machen Finanzen für. Können wir gleich mal bei 11 anfangen, glaube ich. 11 ist kein Problem, machen wir 12. Wie das andere machen wir einfach mal. So. Ja, wir stellen einfach mal ein paar Verkäufer jetzt langsam mal ein wieder. Das gibt's doch nicht. Und wir bauen, glaube ich, noch so ein Personalgebäude. So, und zwar da hinten. Hör auf zu lecken, nur weil ich irgendwas öffnen will. Irgendwas kleines, billiges. Piraten. Ja, hier so in die Büsche rein. Freut euch dran. War nicht billig. Ja, hier ist schon das dritte Personalgebäude. Die Kapazität schon mal hochstellen. Was machen wir? Hier Air-Kurs. So. Dann werden wieder Dinge repariert. Was haben wir sonst so? Schauen wir mal in die Parkverwaltung. Gäste. So lange warte ich nicht.
ja, dieser ganze Müll ist hier widerlich. Das heißt, wir brauchen ein paar Mülleimer. Vor allem hier, was ich so sehe. Ja, Szenerie zu öffnen. Ich weiß, es ist hart. Aber unsere Diebstähle haben sich jetzt minimiert. Das ist schon mal vorteilhaft. So alle 5 Meter bauen wir da so einen Mülleimer hin. Hier, weil ihr Scheiß da drin entsorgen könnt. Nicht überall hinwerft. Hier auch noch. So, und jetzt sollte Müll weniger problematisch sein. Ich möchte da nicht mitfahren, übrigens. Ja. Warum möchtest du denn unbedingt kündigen? Du bist wieder eingestellt. Oh ja, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Planet Coaster. Bis dahin, tschüss.